Ach, schön, Alter. Wir haben den Ehering in einem Hühnchen. Bro, wieso? Das ist sein Girl. Sie haben jetzt nicht, er macht einen Heiratsantrag zu dem Girl. Okay. Und was hat das mit Sirenhead zu tun? Sie sagt, Hühnchen will ich nicht. Ja. Ja. Sogar Musik und alles. Moment. No! Oh mein Gott! Sirenhead ist zurück! Ladies and Gentlemen, denn dieses Video solltest du niemals anschauen. Das ist nämlich eine echte Sirenhead-Sichtung. Jetzt ganz brandaktuell in diesem Jahr. Glaub mir, es wird geisteskrank. Moment, Markey, ich habe eine Frage. Ja, Baby, was? Was ist der Unterschied zwischen dir und Sirenhead? Gib keinen. Beide gleich dünn. Baby, kannst du mal aufhören, mich immer so bloß zu stellen, verdammter Mann! Schaff mir aber für Sirenhead und nur für Sirenhead, Leute, ich brauche jeden Einzelnen von euch, um ihn zu besiegen. 5000 Likes, damit er uns nicht mehr irgendwie heimsuchen kann. Oh mein Gott, okay, also wir sind jetzt. Holt eure Decken im Bus und wir hören Sirenhead. Oh mein Gott, was passiert? Alles ist dunkel geworden, seht ihr das? Na, Fam, es sieht gar nicht gut aus. Bro, ach du Heilige, ist das... Sind wir überall im Nebel? Alles ist im dichten Nebel gehüllt. Bro, das war Sirenhead! No freaking way, was ist das? Ich kack ab. Er wollte doch nur einen Heiratsantrag machen. Bro! Ach du Kacke. Busfahrer sagt auch, bin raus, Jungs. Habibi, Brudi. Ich geh kurz Döner holen. Will jemand noch was? Ohne Zwiebeln? Sehr gut. Der steht draußen, Brody, mit, glaube ich, irgendwas passieren. Ich habe kein gutes Gefühl beim Busfahrer. Oh mein Gott! Das war's, Broski ist weg! Nix Döner! Alter, er wird einfach lebendig hochgezogen von Sirenhead. Tür wird zugemacht. Broski! Alter, Scheibe wird eingeschlagen, geht kaputt. Renn nach hinten, mein Jutster. What? Die Frau wird weggezogen. Sirenhead hat die Frau, Junge. Ach du Kacke, Bro. Digga, gucken wir uns gerade Sirenhead Horrorfilm im Kino an, oder was ist das? Er hat immer noch sein... Du hast gerade den Ehering weggeschmissen. Bro, du bist so blöd. Digga, bist du deppert? Du bist doch so ein depperter Tödel. 2000-Euro-Ring liegt da drinnen im Hähnchen. Schmeißt er weg. Perfekt. Starke Nummer. Als ob ein Quietsche-Entenhühnchen was gegen Sirenhead kann. Als ob. Mama mia, bist du ein Blödel, Mama mia. Oh Gott, Alter. Oh nein. Ja, Digga, jetzt checkt er's. Du bist so doof, Alter. Der wollte gerade einen Heiratsantrag machen, während Sirenhead, er hat es nicht so gemeint. Sirenhead? Ah! Bro! No, fam, that's not good, that's not good, that's not good. Oh, Sirenhead will zur Frau werden. Sirenhead freut sich und denkt sich, ja, ich will. Stark, er ist ein Gummihühnchen. Sirenhead ist jetzt offiziell verheiratet mit diesem Typen. Du darfst die Braut jetzt küssen, Kerle. Los! Er will anscheinend nicht. Schüchtern. Liegt unterm Auto. Bro, wo ist Sirenhead denn? Hä, der war doch gerade noch da? Bro, der war doch gerade noch da? Ich glaube, ich wollte es gerade sagen. Irgendwas passiert gleich mit dem Auto. Ja, Bro, du bist RIP, Alter. Wärst du mal im Bus geblieben? Oh mein Gott, wie krass ist das? Alter! Oh mein Gott, Auto wurde gegen die Brücke geworfen! Na, Fan, das... Hulk? Hulk ist da! Sirenhead vs. Hulk! Hulk gibt's nämlich in echt genauso wie Sirenhead, wisst ihr alle! Bruder, Hulk beschützt den Tag. Er schlägt die Beine ein. Beinbrecher-Taktik. Autotür wird weggerissen. Ey, das ist so gut gemacht, ich komm nicht drauf klar. Das ist so gut gemacht, Boys and Girls, Alter. Lasst allen Like dafür da! Für Hulk, den Beschützer! Bro, er macht Special Attacke, Alter, den Turbo-Wirbler!
ist das krass! Boom! In Sirens Gesicht, Mann! Küken ist wieder da! Ist der Ehering drin? Er rennt wieder rein. Bro, sag mir aber jetzt nicht, du machst jetzt einen Heiratsantrag. Bruder, während Hulk und Siren Head kämpfen, wenn der das jetzt macht, nein. Ui. Hallo. Nein, Bro, mach's nicht. Nicht doch jetzt. Siren Head ist hinter dir. Bist du blöd? Ui. Möchten Sie meine Frau? Ich hab's dir gesagt. Mach's nicht jetzt, Hans Herbert, der Dritte. Was machst du, du Blödel? Ja, blöd, Alter, ne? Digga. Bro. Das macht er nicht. Bro, das macht er gerade nicht. Ja, wahrscheinlich. Genau. Da stehen Siren Head und Hulk, Alter, und sie. Ja, jetzt haben wir es wieder, Hans Herbert, der Dritte. Bist du blöd, Hulk? Ja, und weg ist er. Super gemacht. Hans Herbert, super klasse gemacht. Du bist es, Alter. Du bist der Wahnsinn. Super Typ, Alter. Das ist der Typ, den jede Tochter, Schwiegermutter, Schwiegermama will werden. Beim Franz Herbert den Dritten. Jetzt schauen wir mal, was er macht für eine Heldentat, okay. Er hat einen Plan. Er will irgendwas mit einer Anlage machen. Vielleicht irgendeine Frequenz? Wir haben diese Band von vorhin. Die juckt einfach nicht, dass Siren Head da draußen steht. Siren Head betäubt Hulk. Aber anscheinend trifft es gerade nicht auf Menschen zu, sondern nur auf Hulk. Okay, wir werden absolut... Ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. Bruder, wo sind wir gelandet? Wieso sind wir auf einmal auf einem Rockkonzert? Ich bin so verwirrt. Woher haben die das Schlagzeug? Das war doch gerade gar nicht im Bus. Ich habe so viele Fragen. Die Schallwellen. Hulk kann wieder hören und er denkt sich, was das für eine Rotzmusik. Und jetzt wirft er die Menschen ab. Spaß. Woher? Hulk ist befreit. Hulk, beschütze uns bitte vor Siren Head, Bro. Quietsche Enten in die Horn rein. Sehr gut, da hat er sein ganzes Trommelfell gerade kaputt gemacht. Muss man auch mal machen. Stark, Junge. Jetzt hört er gar nichts mehr. Oh Gott, Siren Head wirft mir Land. Oh mein Gott! Wow! Hulk konnte es irgendwie schaffen, das zu überleben. Hulk macht wieder den Propeller. Hulk Smash auf Siren Head! Siren Head geht's nicht gut. Siren Head hat Bauchweh. Siren Head fragt, ob er heute bei Schule zu Hause bleiben darf. Aber Hulk sagt, nein, du gehst in Schule. Du lernst heute was, Mathe-Klausur. Da liegt ein Kabel. Und jetzt? Er macht Handykabel rein? Und jetzt? Macht er Yuzo-Zani. Warum? Also, ach so, Siren Head hat ein AUX-Kabel. Und wenn du das AUX-Kabel nimmst, dann spielt Siren Head das quasi ab. Gut, wir reden nicht drüber. Es war ein sehr starkes Video. Ungelogen, ohne Witz, geisteskrank, 10 von 10. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst jetzt noch ein Like da. Und lasst ein kostenloses Abo, damit Siren Head euch nicht heute Nacht findet. Kuss geht raus, wir sehen uns morgen wieder. Super geiles Video, sehr Spaß gemacht. Mit einer der besten Siren Head-Videos, die wir jeweils angeschaut haben.